Herzlich willkommen bei Mini Paradise zu einem neuen Warhammer 40k Battle Report hier bei uns auf dem YouTube-Kanal und zur 6. Folge von Einmal gegen alles. Flo ist wieder da. Hi. Dritte Mal? Dritte Mal für mich, ja. Dritte Mal. Also die Fists sind wieder da mit ein bisschen Verstärkung. Sind 3 neue Einheiten dabei von den Fists und so ein bisschen anderes Detachment noch mit so ein paar Typen. Die kennt ihr bestimmt auch schon, aber heute bringt er sie auch noch mit. Weil die Fists müssen heute mal gegen die Imperial Knights ran. Wir haben das so gegenseitig gemeinsam abgestimmt, was wir heute spielen. Und zur Auswahl standen Adeptus Mechanicus und die Knights. Und du hattest ja auch mal Bock, gegen Knights zu spielen, ne? Ja. Und nachdem du letzte Folge die Ultramarines so derbe weggehauen kommt hast... Kommt jetzt die Revanche. Kommt jetzt die Revanche, mit Ansage. Aber Dennis ist da. Dennis, komm noch mal, guck doch mal hier kurz in die Kamera. Warte. Immer wenn ich schlecht würfle, und das geht mir auch richtig auf die Nerven, immer wenn ich schlecht würfle, ist der Typ da. Jetzt kannst du mal kurz rein. Das ist ekelhaft. Das ist mein Kryptonit. Extra für mich heute angefordert. Ja, genau. Das ist immer Detachment für die Fists. Aber ich habe heute auch einen Glücksbringer da und dann kann der Tim auch noch mal kurz hierher kommen. Tim kennt ihr von der Kampagne, ist ja festes Bestandteil von unserem lieben Kanal. Hallo. Der bringt mir heute Glück und ja, gucken wir mal. 1750 Punkte, das heißt, wir pendeln uns jetzt oben ein und ich denke mal, da werden wir jetzt auch erstmal bleiben. 1750 Punkte und ganz wichtig, wir spielen ITC, Ars Bellica. Und ihr wisst es von den letzten Malen, das heißt, wir haben strikt nach Ars Bellica Missionszielen gespielt. Und jetzt spielen wir richtig ITC Ars Bellica, das heißt, wir füllen jetzt auch zum ersten Mal diese Stat-Linie aus, werden das dann nach jedem Spielerzug auswerten. Und wir werden eine neue Mission vom ITC Ars Bellica spielen, das heißt, mit den Markern auf dem Feld ist es jetzt auch nicht mehr so, wie ihr das von den letzten Malen kennt, aber dazu dann mehr. Also wir werden das mal spielen und gehen das jetzt mal kurz mit dem Flo durch, dann werdet ihr auch sehen, was wir da für Missionen wählen und so weiter. Und ich denke, wir machen in Zukunft einfach nochmal so ein extra Video, wo ihr dann vielleicht mal ein bisschen besseren Einblick in ITC Ars Bellica bekommt. Weil es ist tatsächlich so, dass wir mittlerweile auch hier, so was die Community angeht, komplett von diesem ganzen Kartenziehspiel da von Games Workshop an sich komplett weg sind und da eigentlich nur noch in Richtung Ars Bellica oder jetzt hier ITC geht. Es ist einfach für uns ausgeglichener und gerade jetzt, wenn wir so in Richtung Turnierspiele mal gehen, weil wir jetzt auch so langsam anfangen, in der Szene so ein bisschen einzutauchen und so weiter, ja, macht das einfach mehr Sinn. Es ist halt, es nervt einfach tierisch, wenn du da irgendwie Karten ziehst mit Halte oder sichere Missionsziel XY und das ist dann einfach mal auf der anderen Seite von der Karte und ich habe da 3 Knights draufstehen. Ja. Ne? Oder irgendwelche Sachen, die du grundsätzlich sowieso nicht erfüllen kannst, total dämlich. Also nicht dämlich, also spiel das ruhig, aber für uns macht es einfach keinen Spaß. Deswegen machen wir das heute. Dann nochmal so ein kleine Werbung. Also das Video wird natürlich jetzt ein bisschen mit Delay rauskommen, aber am 18.05. findet unser erstes Warhammer 40k Turnier hier in Vellmar statt. Und wir haben jetzt, wo das Video hier aufgenommen wird, noch ein paar Plätze frei. Ich weiß nicht, ob es dann so ist, wenn ihr euch oder wenn ihr das Video hier guckt, aber schaut mal vorbei. Nichtsdestotrotz werden wir zu diesem Zeitpunkt, wenn das Video jetzt online geht, schon die nächsten Turniertermine veröffentlicht haben, die dann irgendwann, weiß ich nicht, ja, drittes Quartal irgendwie stattfinden. Auch wieder in Kassel, andere Location, viel mehr Teilnehmer. Das heißt auch AOS mindestens 40 Leute und je nachdem wie unser erstes 40k-Turnier dann läuft, auch da mindestens, sage ich mal, 30 Leute. Das heißt, wir haben da eine geile Location gefunden und da geht richtig was. Also schaut immer mal bei T3 vorbei, beziehungsweise bei uns auf der Homepage oder so. Da gibt es immer neue Infos und ja, das war's. Geht's ab, ne? Mhm. Noch ein paar letzte Worte, bevor wir... Nein. Assassine dabei? Ja. Echt? Ja. Willst du damit? Ach, schauen wir mal. Ich will es mal ausprobieren. So. Ein Wadenbeißer. Ja. Cool. Also, Armeen kommen, Board seht ihr jetzt und dann wünschen wir euch viel Spaß.
1741 Punkte Imperial Knights. Wir sehen natürlich Haus Hawkshroud. Leider ist die Farbe irgendwie abgebröckelt, deswegen sind sie jetzt rot. Also Haus Hawkshroud und Kriegsherr ist ein Kastellan. Der hat die Kriegsherrenfähigkeit Meister des Ionenschildes, das heißt, er hat einen 4er Retter. Dann habe ich noch einen Command Point ausgegeben für ihn. Der ist Charakter jetzt und kriegt ein Relikt, dass er einen 2er Rüstungswurf hat. Das hier soll ein Paladin sein, also auch alles so, wie man es hier sieht, mit der Thunderstrike-Faust, der Rapid Fire Battle Cannon und dem Ironstorm Missile Pod. Er ist ein ganz normaler Kastellan mit zweimal, zweimal der Knarre und einmal Shieldbreaker Missile, beziehungsweise ein paar. Ein Crusader mit Ironstorm Missile Pod, der Gatling, der Rapid Fire Battle Cannon, ansonsten hier auch vorne alles dabei. Und dann haben wir noch einen Armiger Warglaive mit dem Heavy Stubber. Und ansonsten ganz normal mit seinem Schwertchen und sonst, was er halt dabei hat. Ist ein super Heavy Detachment, das heißt, ich würde 6 Command Points dazu bekommen. Ich wäre jetzt regulär bei 9. Dadurch, dass ich ihn zum Charakter gemacht habe, kriege ich wieder einen abgezogen. Und entsprechend bin ich bei 8 Command Points. 1741 Punkte Imperial Knights. So, Armeevorstellung Imperial Fists, 1750 Battalion Detachment. Wir haben hier Captain in Phobos Armor, dann einen Lieutenant mit ganz normalen Primaris Lieutenant mit Energieschwert. Dann haben wir einen Ancient, wir haben einen Apothekari, alles natürlich Primaris. Wir haben einen Centurion Devastor Squad mit Boltern und Laserkanonen. Wir haben einen Redemptor Dreadnought mit Gatling, also als zweiter Gatling und Plasma. Er hat Stormbolter drin. Dann haben wir 10 Hellblaster, auch komplett WYSIWYG mit schweren Plasmawerfern. Wir haben 2 Intercessor Squads, ganz normal Bolt Rivals. Der Sergeant hat die Power Fist nicht dabei. Wir haben einen Scout Squad mit Boltern und einem Raketenwerfer. Als Unterstützung haben wir 3 Alarus Pistols mit Äxten. Kastellan-Echsen und dann haben wir noch eine Auswahl von einem Assassinen, den ich mir dann noch überlege. Ich weiß schon wen. Ja, schauen wir uns mal das Board an. Herzlich willkommen auf dem Board des heutigen Spiels. Ja, Gelände ist soweit definiert. Ansonsten, wir sehen hier diese ganzen Häuschen. Obendrauf gibt es überall Deckung, wenn da Einheiten stehen. Logischerweise, wenn Einheiten dahinter sind, sind sie nicht sichtbar und man kann nicht drauf schießen, wenn man nicht eine entsprechende Waffe hat. Ansonsten braucht man hier 4 Zoll auf diese Container hoch, hier 3 Zoll auf diese Silos, 4 Zoll hier hoch 3 Zoll. Und ja, entsprechend gibt es dann auch Deckung, wenn man direkt an, also quasi hier vorsteht innerhalb von einem Zoll. Und ja, das dazu. Wir haben gerade einen Würfel geworfen, beziehungsweise die anderen beiden Jungs haben gerade einen Würfel geworfen wegen der Aufstellungszone. Wir haben die 2, das heißt, wir haben einmal hier hinten 12 Zoll, dann haben wir 24 Zoll frei in der Mitte und hier hinten wieder 12 Zoll, also quasi die ganze ganz normale Standardaufstellungszone. Zum Missions-Scoresheet. Wir beide und Flo hat sich für den Titanenschlechter, Pioniere und zum Tode auserkoren entschieden. Das heißt, wir haben einmal hier Pioniere, vernichte mit 1-2 Einheiten, verzichte mit 1-2 Einheiten zu kämpfen und sammle stattdessen Punkte. Dann haben wir natürlich den Titanenschlechter, füge titanischen Einheiten Lebenspunktverluste zu. Und wir haben zum Tode auserkoren, wo haben wir es hier, vernichte teure Einheiten. Für euch nochmal im Detail, wo war es, zum Tode auserkoren, also ist dann hier nochmal beschrieben, wähle 4 Einheiten in der gegnerischen Armeeliste mit einem Power Level von mindestens 7, das ist hiermit erreicht und du erzielst einen Siegpunkt für jede dieser Einheiten, also wenn sie zerstört ist. Das ist relativ einfach, weil ich auch nur 4 Einheiten habe. Komisch. Und ja, dann haben wir den Titanenschlechter, für je 8 Lebenspunkte
die er mir klaut oder die er dann wegnimmt, gibt es auch nochmal einen Siegpunkt. Und Pioniere war klar. Ja, ich habe Oldschool, das heißt ganz normal First Strike, Linebreaker, Slay the Warlord und so weiter und so fort. Erkundung bedeutet, dass ich in jedem Spielfeldviertel, also jedes Spielfeldviertel kontrollieren muss. Und König des Hügels sagt einfach, dass ich die Mitte des Schlachtfelds zwei Runden oder immer zwei Runden hintereinander, glaube ich, halten muss. Können wir hier nochmal schauen. Habe mindestens zwei Einheiten in der Mitte des Spielfelds. So war's. Ah, sorry. Oh, das hätte ich mir mal genau durchlesen sollen. Scheiße. Egal, ich nehme es trotzdem. Ja, das dazu. Und hier wird halt ganz normal nochmal so ein bisschen unterschieden zwischen Spielerzug und Schlachtrunde. Das tragen wir dann immer am Ende der Schlachtrunde bzw. des Spielerzugs ein. Und ja, dann würde ich sagen, würfeln wir mal gegeneinander, wer sich welche Zone auswählt, weil der Verlierer muss ja dann komplett aufstellen. Ja, danke. Hast du mir schon die 6 da hingekickt. Gut gemacht, Flo. Ja, wie war es jetzt? Ich wähle... Die Seite und Flo stellt zuerst auf. Genau, ich wähle die Seite und Flo stellt dann komplett auf, die gesamte Armee. Das ist halt neuen Aufstellungsregeln, ne? Mhm. Welche Seite möchtest du denn? Du willst ja die Seite, oder? Ich will die Seite, genau. Scheiße. Warte mal, wo ist die Deckung? Ich gehe da hinten hin. Okay. Dann hast du hier ein bisschen mehr Deckung. Jo. So, dann stellen wir mal auf. Oder Flo stellt auf. Den muss es sowieso ausgeben. Übrigens, wir spielen hier Szenario Nummer 2, Stich ins Herz. Das heißt, wir haben 3 Missionszielmarker. Einer ist fix in der Mitte platziert. Und wir dürfen dann jeweils einen in unserer Aufstellungszone hinlegen, wo wir wollen. Und ja, allerdings natürlich 6 von der Spielfeldkante und 12 von jedem anderen Missionszielmarker entfernt. Und die Bonusmission ist, wenn ein Spieler am Ende seines Spielzuges den mittleren Missionszielmarker und den Missionszielmarker in der gegnerischen Aufstellungszone kontrolliert, erzielt dieser Spieler sofort einen Siegpunkt. Ist auch ganz cool. Ja, gut, dann Aufstellung. Es ist vollbracht. Die Imperial Fists stehen. Ich fange hier einfach mal an. Dreadnought, Hellblaster, Ancient, Aperture Carry, Lieutenant, Captain, hier die dicken Centurions und hier sind die 2 von Floro gewählten Intercessor Squads, die Pioniere sind, richtig? Das heißt, diese beiden Einheiten können dieses Missionsziel Pioniere erreichen. Voraussetzung ist, er darf sich, also man muss sich zu Beginn des Schlachtzuges oder der Schlachtrunde mindestens innerhalb von 3 Zoll um den Marker befinden und man darf dann weder Psi-Kräfte noch kämpfen noch schießen. Also man darf im Prinzip nichts machen. 2 sind es halt deshalb, weil ich ja eine wegschießen könnte und dann könnte die andere das noch erreichen. Im Orbit. Ja, Alaus Resurgence und Überraschung, die Kalidus Assassinen. Mittel der Wahl heute. Gucken wir mal, was die alte kann. Ja, dann Missionszielmarker ist natürlich hier platziert. Schön in Deckung. Und auf der anderen Seite steht da der Chef, hier der Armiger, da der Paladin und hier der Crusader. Und hier stehen übrigens noch ein paar Scouts. Haben wir ganz vergessen. Ja. Ja, dann fängst du an. Aber ich darf dir noch die Initiative klauen. Ach so, ja. Ich habe ein gutes Gefühl heute. Ei, knapp. Glück gehabt. Flo, auf ein gutes Spiel. Ja. Und dann kommen wir in die erste Schlachtrunde der Imperial Fists und auf jeden Fall, du musst jetzt ordentlich was wegballern. Mhm. Bewegungsphase ist vorbei, ja, wer erkennt den Unterschied? Eigentlich haben sich nur die Centurions aus der Deckung bewegt, so weit wie sie konnten und die Jungs sind ein bisschen zurückgegangen. Das war es auch schon mit meiner Bewegungsphase. Und schießen? Schussphase, ja. Okay, also der Scout Squad fängt an mit der Schussphase und schießt alles auf den... Was? Armiger? Armiger Warglaive, ja. Okay. Ja, Bolter und Rocket Launcher. Mhm. Gut, fangen wir an mit Boltern. Hau rein, mal gucken. Das wären, weil sie sich nicht bewegt haben, sind das erstmal 8 Bolterschuss. Mhm. Auf die 3. Das ist nicht schlecht. Das ist ganz okay. Jetzt verboten sie nur noch auf eine 5. Stärke was? 4. Ja. Das ist umso schlechter. Einer. Kein Minus. Der sitzt. 3er. Aha.
Dann haben wir einmal Missile Launcher Crack natürlich. Mhm. Trifft. Komm. Auf eine 3. Jo. Jo, minus 2. Alles klar, 5er. Der sitzt. Ach, shit. Okay. Dennis, du bringst mir kein Pech heute. Ja. Weiter geht's. Ich habe Zielpriorität und mein Voraus-Captain sagt Zielpriorität mit seinen Zenurions auf den Kastellan an. Okay, dann werden wir die Ionenschilde von ihm hier drehen. Mhm. Bin ich runter auf 7 Command Points. Warte. Auf eine 4 plus. Jo, du plus einen, den du abziehen musst. Ja, machen wir. Mhm. Dann hat er jetzt einen 4er Retter. Okay. Oh, dann oh. Auf die 2. Eins wiederholen. Ja, niemals mit dem gleichen Würfel. Ja, auf die 3. Genau. Alle. Mhm. 5 Stück. Mhm. Auf die 4. Eieiei. Okay, dann wiederholen wir direkt ein. Auf eine 4 plus. Nein. Gut, runter auf 5 Command Points und dann machst du zweimal Schaden. 2d6. Jo. Läuft. 5. Gut. Warte, ich gebe auch einen Befehlspunkt aus für den Wiederholung. Ja. Naja. 6 Schaden. Gut, dann ist er auf 18. Haus Hawkshot, interessiert uns nicht. Gut. Das mit den Ionenschilden zählt jetzt immer noch, ne? Das zählt immer jetzt, ja. Also diese Schlachtrunde, ja. Okay. Die Hellblaster schießen, alles überladen, auch auf ihn. Oh oh, okay. Das sind wie viel Schuss pro Typ? Heavy ist einer immer. Einer, nur, ne? Leider nur. Also einer kann nicht schießen, der schießt auf den Armslinger, das machen wir zuerst mal. Armiger, ja. Trifft nicht. Die darfst du auch nicht wiederholen. Nein. 1, 2 und dann noch 9 Stück auf den. Genau. Das ist heftig. 9 Stück. Auf die 3. Eins wiederholen. Überladen, ne? Natürlich. Okay. So. Die nicht. Ich wunde auf eine 3. Eins wiederholen. Mhm. Da ist noch eine 1. Noch eine 1? Jo. Ja. Oder, ach, okay. Jo. 1, 2, 3, 4. 4 Stück. 4er. Mhm. Wieder 2 durch. 4 Schaden. 4 flat. Ja, alles klar. Dann ist er runter auf 14. Dreadnought. Da jetzt auch kriegt man ihn weg. Ja. Wahrscheinlich auch alles auf den. Ja, da bleibt mir nicht so viel übrig, ne? Den hatte ich ja gemacht auf den Armslinger. Genau, dann kommt jetzt mein Dreadnought dran. Mit Plasma überladen und wahrscheinlich alles volle Düse. Was für eine Reichweite habe ich denn eigentlich? Die anderen kommen wahrscheinlich nicht dran, ne? 24 Zoll. Ja doch, ich kann auch nochmal mit seinen Stormboltern schießen. Mhm. Und zwar sind das 4 Schuss. Wobei, Rapid Fire 2, das heißt, er erzählt als, nee, ist keine Infanterie, ne? Genau, 2 Schuss nur. Also dann 4, er hat ja 2. Ja. Ne? Ja. Die treffen gut. Alle auf eine 6. Korrekt. Okay, einer. Safe. Yep. Dann kommt jetzt der Makro Plasma Incinerator, Heavy D6. Überladen? Ja. Ein Schuss? Ein Schuss. Hm. Na gut. Trifft? Trifft. Wundet auf eine 3. Nein. Okay. Tja, das war's dann wohl auch schon mit meiner Schussphase. Mhm. Die Jungs kommen alle nicht dran. Na gut, er noch, der Enzient hat glaube ich 30 Zoll, ne? Hat er diese. Der hat das ganz normale Bolt Rival. Okay, ja, dann hau rein. Einmal. Trifft. Ja. Wundet nicht, aber wiederholen. Nix. Jo. Okay. Ja, dann war's das, ne? Mhm.
Dann schauen wir mal gleich, was du hier gemacht hast und haken mal ab hier. Mhm. Und zwar hast du hier titanische Schlechter, wie war das, also Pioniere. Das zählt aber, glaube ich, erst ab der zweiten. Ab der zweiten Runde. Mhm. Zum Tode auserkoren war ja, was war das nochmal? Das ist, wenn ich benenne vier deiner Typen, also alle vier, und wenn ich einen davon ausschalte, dann kriege ich einen Punkt. Genau, und dann hast du aber noch für den Titanenschlechter, du hast ja schon 8 Lebenspunkte gezogen, der ist ja runter auf 14. Ja. Das heißt, da hast du auf jeden Fall schon einen Siegpunkt. Mhm. Ja. Und für das Halten des Missionsziels, also in der ersten Runde? Genau, also Spielerzug 1, Flo, du hast keins zerstört, hältst aber eins. Mhm. Bisschen schwierig mit links. Mhm. Bonus hast du nicht erreicht, aber du kriegst für Titanenschlechter hier einen Punkt. Ja, 2 Siegpunkte für diese Runde. Mhm. Gar nicht so schlecht. Ja, gut. Imperial Knights, Zug 1. Bewegungsphase ist vorbei. House Hawkshaw lässt uns 12 Zoll direkt nach vorne gehen, also Vollgas immer noch. Also wir behandeln, jetzt hätte er jetzt 28 Lebenspunkte noch. Dann er nach vorne 12 Zoll, er ist advanced mit 6 Zoll, also 20 Zoll nach vorne. Und er ist so ein Stück nach rechts, beziehungsweise von euch aus gesehen links. Und ja, dann kommen wir zum Schießen. Los geht's mit ihm hier. Der schießt alles außer den Heavy Stubber oder die beiden Heavy Stubber. Alles da rein, die beiden Heavy Stubber da rein. Wir fangen an mit der Avenger Gatling Cannon. 12 Schuss auf die 3. Und was haben die für eine Toughness, die Typen? Welche jetzt? Die Centurions? Ja. 5. Dann haben wir mit Stärke 6 auf die 3. Das ist 3. 5 Stück mit minus 2. Also auf die 4 plus 5 Stück. Minus 2, genau. Wir haben einen Zweier. Das sehen wir leider nicht. 2 Stück nicht. Das sind 4 Schaden. Jeweils? Was? Jeweils 2. Also 4 Schaden insgesamt. Wie viel hat einer? 3. Dann ist einfach einer weg und der andere hat noch ganz normal volle Lebenspunkte. Ich würde das aufs Banner werfen. Ja. Er hat natürlich das Banner des Himmelfahrenden Imperators. Jo, nicht. Geschafft. Ja. Dann schießen wir nochmal. Ja. Das ist auch, das ist halt das Geile an diesem Banner, ne? Er schießt mit seinen Boltern noch. Dann hat er jetzt... Davon hat er nämlich Rapid Fire 6, also 12 Schuss. Auf was für eine Range? Bolter? 34 Zoll. Okay, das ist ja gut, dann ganz normal 6 Schuss. Jo, da schießt er auf den Kollegen. Nee, 12 Schuss. 6 Schuss? Oder mal 2 oder was? Mal 2. Ja, ja, klar, dann 12 genau. Schuss. 12 Schuss. So, eins wiederholen. Der nicht. Auf die 6 wahrscheinlich, ne? Ja. Ja. Der gibt. 2 Stück auf die 2. 2 Stück. Safe. Mhm. Die beiden Laserkanonen. Laserkanonen, 2 Stück. Eins wiederholen. Eine. Eins wiederholen. Mhm. Lieutenant. Jo. Vierer passt, weil Ionenschild jetzt in der Runde noch aktiv ist, also bis zu meiner nächsten Runde quasi. Mhm. Also in deiner. Man geht jetzt nicht davon aus, dass du in der Runde jetzt eigentlich schießt. Ja, nichts aber passiert. Okay, einer tot. 4 Lebens hattest du weggehauen, ne? Genau. Okay. So, Ionenschild geht nur bis zur Ende der Phase. Da haben wir noch ganz nochmal kurz Korrektur gelesen. Entsprechend ist der jetzt runter auf 8 Lebenspunkte, also quasi auf 16 jetzt nach Hawkstrout. Und weiter geht's mit meinem Schießen. Jetzt ist es natürlich so, du hast mir, hast ja dieses Banner geschossen oder das Banner aktiviert. Das wäre ja normalerweise nach der Phase, nach meiner Schussphase würde das kommen. Ne? Das heißt, jetzt dürfte ich theoretisch das Ausgangsprofil meiner Lebenspunkte nehmen. Weil ich ja jetzt auf einmal schlechter treffen würde. Oder darf er mich unterbrechen dadurch?
Nimmst du da auf? Mhm. Klar. Ich würde jetzt nachlesen, ob das in der Schussphase stattfindet. Das müssen wir nochmal. Ich glaube, du regelst das Banner erst, nachdem du alles abgeschaffen hast. Genau, ja, richtig. Das heißt, ich gehe jetzt, also von meinem ballistischen Wert gehe ich jetzt noch ganz normal aus. Das ist halt wichtig jetzt, weil wir das machen wir eigentlich am Ende. Also wir machen das, wenn das jetzt nochmal passiert, machen wir alles am Ende einfach. Das heißt, man wurde jetzt dabei. So, dann haben wir den Heavy Stubber zweimal. Das sind 6 Schuss, also auf die Hellblaster, auf die 3. Stärke 4. 3 Stück mit minus 0. Das waren auf die Hellblaster, ne? Jo. Jo, alles safe. Gut, dann haben wir die Melter Gun. Trifft. Verwundet mit minus 4 auf die Centurions. Minus 4? Jo. 6er. Halt, geht nicht. Melter Gun hat nur 12 Zoll hier. Vergiss es. Rapid Fire Battle Cannon. 2d6 Schuss. Das sind 7. 4, 5, 6, 7. Nicht schlecht. Auf die 3. Und wieder auf die 3. Das sind 4 Stück mit minus, jetzt muss ich kurz überlegen. Minus 2, glaube ich. Dann auf die Centurions, ne? Genau. Rapid Fire Battle Cannon minus 2, genau. Sind 2 durchgegangen. D3 für den ersten. Einer. Und 2. Hat einer noch einen Lebenspunkt? Nee. 2 Stück, 2 Schaden hast du, oder? Ach so. Nee, der springt aber nicht über. Der Schaden vom letzten. Das heißt, der ist noch voll gewesen. Nee, der hat ja nur 2 Leben. Ach, die haben insgesamt nur 2. 3. Ja, aber der. Einheit, das ist eine Einheit, das springt schon über. Nein, der Schaden von dem Würfel springt nicht über. Achso, das heißt, einer verliert einen und der andere verliert auch einen, oder was? Genau, also nein, der ist ja, ich habe am Anfang, der ist hin. Genau, da waren es ja, das waren ja nur 2 Schaden pro Schuss. So, das heißt, einer geht runter von 3 auf 1 und dann kommen ja nochmal 2 Schaden durch mit dem gleichen Schuss und der Schaden von den, diese 2 Schaden springen ja nicht aufs nächste Modell. Das heißt, der ist auf 3, ist jetzt auf 1. Mhm. Ne? Also es springt ja nicht über. Und dann bleibt noch der Stormspear Rocket Pod mit Heavy 3 auf die 3. Der hat, glaube ich, Stärke 8. Ja, auf die 3. 2 Stück mit minus 2. Beide safe. Super. Dann kommen wir zum nächsten. Der Kleine da schießt auf die Centurions mit seinem Thermalspeer. D3 Schuss. 2 Stück auf die 4, weil er gerannt ist. Nichts. Okay. Paladin schießt den Missile Pod auf die Hellblaster und die Rapid Fire Battle Cannon hinten auf die Centurions. Der Missile Pod hat D6 Schuss. Oh. Sehr gut. Auf die 6. Auf die 3. 6 Schuss. Mein Gott. Mir los. Stärke 6. 5. Auf die 3. 4 Stück mit minus 1 auf die Hellblaster. Und das andere ging ja auf die Zentrum. 4 Stück minus 1? Ja. Oh. Das sind dann jeweils 2 Schaden. Dann sind 3 tot. Genau. Dreimal aufs Banner. Machen wir am Ende dann. Lass mich erstmal weiterschießen. Okay. Und dann kommt die Rapid Fire Battle Cannon mit 2d6 Schuss. 2d6 Schuss. Oha. Okay. Und auf die 3. Und wieder auf die 3. Oh, stark. Das sind 5 Stück mit minus 2 auf die Centurions. 5 Stück minus 2. Jo. Da gehen 3 durch. 3 durch. Das sind dann jeweils 2-3 Schaden. Der erste ist ja autotot. Mhm. Der zweite ist schon mal ein Schaden. Jetzt nochmal ein Schaden. Da würde ich mal einen Reroll nehmen jetzt. Dass der weg ist. Oder? Ja, komm. Ja, okay. Der ist auch weg. Auf die 4 plus.
Was? Nein. Okay. Der hat geschossen oder hat der noch einen Stubber? Das heißt, der ist auch tot, ne? Der ist auch tot. Wir haben aber noch einen Heavy Stubber, den ich nicht angesagt habe, deswegen lassen wir das. Dann kannst du für die drei Hellblaster mal würfeln. Der hat jetzt sein Ionenschild noch nicht, oder was? Nee, das könnte ich jetzt wieder aktivieren in der Phase. Auf die 4. Auf die 3, sorry. Ja. Okay, ja. Einer schießt nochmal. Ja. Wohin? Auf ihn. Okay. Überladen natürlich. Trifft. Mhm. Wundet. Ja, ganz normal. Geht durch. 2 Schaden, ne? Jo. Runter auf 6. Die 2 Jungs? Ja. Ebenfalls Banner. Einer nicht. Den würde ich wiederholen. Mhm. Hast du noch nicht in der Phase, ne? Nee. Nix. Ich habe jetzt noch 5. Du hast wie viel? 5. Auch noch 5. Okay, das heißt, einer darf zurückschießen noch. Wohin? Kleine Korrektur zum Banner. Wir haben da gerade noch mal in Regeln gelesen. Und bei dem Banner ist es ja so, wenn eine Infanterieeinheit stirbt, darf man eine einzelne Waffe, die das Modell trägt, auswählen, die dann noch mal schießt. Entsprechend bei den Centurions sind es ja, wie Dennis gerade so schön gesagt hat, hier auf Cam, keine Twin Less Cannon, sondern es ist eine einfache Less Cannon. Und entsprechend dürfte man da nur eine Waffe schießen. Aber du nimmst natürlich die Laserkanone. Er schießt mit einer Laserkanone. Ja. Wohin war es nochmal? Auf ihn. Auf ihn. Wieder. Er kriegt es wieder ab. Trifft. Ja. Verwundet. Verwundet. Fünfer. Ja. Uha, scheiße. Tut mir leid. Gut. Okay. Paladin. Ja, es bleibt nur noch der Große. Dann schauen wir mal, was der noch reißen kann. Der Dicke da schießt seine Plasma supercharged in die Hellblaster rein, die Shieldbreaker Missile geht in den Dreadnought, Meltagun kann nicht schießen, die Twin Siegebreaker Cannon geht in die Hellblaster und die Vulkanlanze geht wieder in den Dreadnought. Wir fangen mit 2d6 Plasma Supercharge an in die Hellblaster. Oh, scheiße. Und nochmal 2. So, auf die 3. Kein Dingsbums hier. Dann haben wir Stärke 8 auf die 2. Mhm. Oh, 7 Stück mit minus 3. Auf die 6en? Auf die Hellblaster, ja. 7 Stück? Jo. Das tut mir leid. Das sind halt die scheiß Knights, ey. Ja, das ist... Gegen so eine... Oh. Sind 3 Sechsen. 3 Stück. Gut, dann sind da 4 Stück platt, weil das jeweils 2 Schaden sind. Mhm. Gut, dann geht's weiter. Dann liegt die mal daneben, dass wir das gleich nicht vergessen, dass du da nochmal einen Banner hast, ne? Ja. Dann geht's weiter mit der Shieldbreaker Missile auf den Dreadnought. Die trifft nicht. Das ist auch gut so. die Twin Melter Gun, dann haben wir 2d3 Schuss mit Siegebreaker Cannon. 3 Schuss, die 3 und auf die 3. Einmal mit minus 1 auf deine Hellblaster, auf die 4. Mhm. Safe, sehr gut. So, und die Vulkanlanze, D6 Schuss, einer. Trifft nicht, oh, das ist aber schade. Gut, okay, dann Hellblaster. Banner. 4 Stück. Auf die 3. 3 Stück. 3 dürfen zurückschießen, überladen natürlich. Alles auf ihn. Ja, klar. Eins wiederholen. Ganz dringend, ganz dringend. Jo. 2 Stück. Auf die 3 wunden wir. Sehe ich wieder nur. Eins wiederholen. Alter, nix. Was ist denn da los? Ach du Alarm, wir sind wieder Verhellblaster weg. Ja. Okay, das war die Runde. Und zwar, ja,
Du musst auch Moralwert-Test machen. Mhm. Du hast hier. Obwohl, ich habe das Banner, ich bestehe automatisch. Genau, okay, alles klar. Nein. Dann haben wir in jedem Spielfeld Viertel eine. Haben wir das? Nein, haben wir nicht. Oder haben wir doch? Nein, haben wir nicht. Gut, dann müssen wir mal hier Punkte nämlich zählen bei mir. Und zwar Oldschool. Also First Blood habe ich definitiv. Da würde ich dann mal einen ab ankreuzen. Erkundung habe ich nicht, weil ich nicht in jedem Spielfeldviertel was habe. Und König des Hügels müsste ich ja mit zwei Einheiten da drin sein, ne? In der Mitte irgendwie. Irgendwie so war das, ne? Da habe ich keinen Bock zu, das ignoriere ich auch einfach jetzt. Das ist nämlich das, wo ich mich verlesen habe. Ja, dann habe ich ein Missionsziel erreicht. Ich halte natürlich eins und ich kriege keinen Bonus. Das heißt aber auch, ich habe auch nur eine Einheit zerstört, ne? Aber ich habe mehr zerstört. Das heißt, ich kriege da einen Punkt für mehr zerstört und ich halte zwei Missionsziele. Das heißt, ich kriege auch einen Punkt für halte mehr Missionsziele als der Gegner. Das heißt, jetzt steht es hier, also jetzt regulär erstmal 4-1 und wir kommen in die zweite Runde der Fists. Gesundheit. Bewegungsphase. Die Jungs sind stationär geblieben, die haben sich ein bisschen verteilt, dass sie ein bisschen näher dran gekommen sind an den Hellblaster Squad. Der Dreadnought ist nach vorne gelaufen, aber ohne Advance zu haben. Die Jungs bleiben stationär, Geschockt haben jetzt die Custodes und die Kalidus Assassinen beim Wurfkampf raus auf 5 Zoll auf sie ran. Mhm. Als nächstes wird der Apothekari versuchen, einen wiederzubeleben auf die 4+. Nein. Ich würde einen Befehlswiederholungswurf machen. Obwohl, nein, mache ich nicht. Dann bleibt der liegen. Ja, das war die Bewegungsphase. Schießen, weißt du schon? Schießen. Vielleicht können wir ja nahtlos übergehen ins Rasieren. Oder brauchst du noch? Der Dreadnought schießt auf ihn. Ja. Mit seinem. Mit seinem alles wahrscheinlich. Mit allem. Und zwar schießt er einmal mit seinem Stormbolter. 4 Schuss. Ich drehe die Ionenschilde. Für ihn? Jo. Okay. Dann auf eine 4+, kostet dich das einen mehr? Jo, nehme ich. Ja. Bin ich runter auf 3. Genau, das liegt daran, dass ich nochmal überragende Täuschung von der Kalidus aus ihnen gezogen habe. Ja. Und somit zählt ihre Fähigkeit für die nächste Schlachtrunde auch. Nervt. Gut. Er trifft mit 3 Stück. Mhm. Wundet auf die 6. Eine. Kein DS. 2er. Safe. Mhm. Plasma. Gatling. Gatling, die vergessen wir diesmal nicht. Diesmal genau. Heavy, also minus 1. Auf die 4. Alter Schwede. Sind 2. 2 Schuss. Naja, was soll's. Nicht. Nix. Plasma, Overcharge. Plasma, Overcharge. Aber, hallo jetzt. D6. Hm, so, jetzt haben wir was raus. Yes! 6 Stück, Overcharge. Jetzt geht's aufs Maul. 6 Eisen. Oh no. Oh no. 3 tödliche. 3 Deadlies, das heißt, er ist runter auf... Du bist auch nicht mehr da hinten in Reichweite, ne? Nee. Alter. Auf 10 Stück. Oh Mann, ey, da machst du schon eine 6 so gut. Mhm. Und dann kommt sowas. Und dann auf die 3 verwunden wahrscheinlich mit Stärke 9, 8. Stärke 9. Ja, 9 auf die 3. Komm, komm, komm. Ach, schon wieder 2. 4er. Ach du. Oh Mann, ey. Der hält, ey. Gut, dass ich den 4er gezogen habe hier. Jetzt schon wieder ab da draußen. Scouts. Ja. Er hat ja noch die Ionenschilde, die Scouts schießen alles, was sie haben, was nicht mehr so viel ist, auf ihn. Auf den Paladin, ja. Wir schießen mit 8-mal Bolter. Jo. Auf die 3. Alles. Alles. Auf die 6. Aber hallo.
So, kommen jetzt vier Stück. Der kriegt. Oder ist. Ach komm. Komm, sechs. Nein. Nö, eine. Safe. Mhm. Rocket Launcher, crack. Yo, trifft auf die 4. Nein. Hm. Huch. Okay. Die Jungs schießen nicht. Tja. Hellblaster. Hellblaster. Na ja, komm, er schießt nochmal. Er hat sich verwegt, schießt einmal mit seinem Bolt Rival auf ihn. Auf den Paladin. Trifft. Nochmal. Nein. Nein. Hellblaster kriegen Zielpriorität auf ihn. Auf den Paladin. Mhm. Überladen. Jo. Drei Schuss. Alles. Drei Treffer. Drei Wunden. Mhm. Fünfer. Hm. Eine. Also zwei Schaden. Ja, runter auf 22. Okay. Custodes. Die können auch noch irgendwas schießen, ihre Speere. Schießen. Und zwar schießen die erstmal mit jeweils Ballistus Granite Launcher. Ja. Das sind die drei jeweils. Also. 3, 4, 5, 6. 6 Schuss. Nee. 3, 4, 5, ja, 6 Stück, okay. Auf die 2. Kein Shield Captain in der Nähe. Ja, auf die 6. Oh Mann. Okay, keiner. Dann die Kastellan-Axt. Rapid Fire. Also. Können die das beides schießen? Ja. Okay. Also. Steht nichts anderes, ne? Ja. Ballistus Granite und Kastellan-Axt. Okay, gut. Rapid Fire. Alter. Oh Mann, ey. Drei Stück. Auch auf die 6. Nichts. Okay. Okay. Assassinen. Assassine. Schießt und zwar mit dem Neuralschredder. Die Deadpool ist das übrigens. Ein Schuss auf die 2. Yo. Trifft. Roll 3d6. Und dann? If unit hidden. Wenn ich höher als dein Moralwert bin, dann kriegst du D3 Deadlies. Oha. Ich bin wohl höher. Obwohl. Moralwert 8. Ich habe Leadership 9, müsste ich glaube ich sogar haben überall. Das passt trotzdem. Du hast was geworfen? Eine 4? Equal or. Das sind 9. Also gleich oder höher. Du, ich habe aber auch nur 8 mit dem Armiger. Ah ja. Also passt. Dann kriegst du D3 Deadlies. Jo, hau rein. Eine. Krass. Runter auf 11. Und was passiert noch? Das war's. Okay. Dann chargen, ne? Ja. Lass mich raten. Du willst mit dem da in den Crusader. Jo. 3, 6, 9, 12 Schuss Rapid Fire Battle Cannon. Gatling meine ich doch. Einer. Verwundet mit minus 2. Nein, Quatsch, verwundet nicht. Aha. Hat nur Stärke 6, vergiss es einfach. Heavy Stubber. Heavy Flamer meine ich erstmal. D6. Und wir haben Stärke 6, 5 müsste das sein, genau. 2 Stück mit minus 1. Einer. Ist er runter auf 9. Dann haben wir den Heavy Stubber zweimal. Nix. Dann haben wir die Melter Gun. Nix. Nix. Dann haben wir die Rapid Fire Battle Cannon mit 2d6 Schuss. Oh oh. Oh oh.
Na, nehmen wir einen anderen. Alter! Nichts. Nix, ja. Und dann haben wir noch den Stormspear Rocket Pod. Nix, alles klar. Rein da. Ich versuche zu chargen. Ist drin. Oh, ist nicht drin. Wiederhol einen. Komm schon. Ja, ist drin. So, jetzt gibt's auch das Maul hier. Wenigstens etwas. Jo. Und da hinten willst du noch wahrscheinlich, ne? Ja, erstmal die Assassinen. Gut, Heavy Stabber. Oh, trifft sogar einmal. Stärke 4, Widerstand? Nö, dann nicht auf die 4. Okay, dann der Speer, D3, einer. Nichts. Alles klar, rein da. 5 Zoll, brauchst eine 4. Nee, brauchst eine 5. Ich kann leider nicht mehr wiederholen. Ja, das war wichtig hier. Das war ganz wichtig, ja. Dass der Kleine jetzt gegen den. Wobei ich es tatsächlich, ja, ist drin. Hätte ich mir gerne für die Custodes aufgehoben. Ach so, aber egal. Gut, Custodes. Custodes versuchen auszuchargen. 9. Yo. Das ist eindeutig eine 11. Yep. Auf geht's rein da. Die wollen halt noch, ne? Die können vor allem auch. Also die haben Power jetzt, die Jungs. Ja. Wo willst du anfangen? Wie viel kann ich danach, dann wenn sich die konsolidieren? 3 Zoll. 3 Zoll, das wird nicht reichen. Ja, aber selbst wenn, ich meine, das bringt dir nichts. Ich kann ja rausgehen. Ja, richtig. Ja, genau, dann stimmt. Wo jetzt die entscheidende Frage? Wo willst du jetzt zuerst aktivieren? Ich habe noch 2 Command Points, könnte dich unterbrechen. Mich unterbrechen? Ja, theoretisch. Was heißt unterbrechen dann? Du aktivierst eine Einheit und dann kann ich als nächstes zuhauen dann. Danach? Genau, sofort, das heißt, nachdem du eine Einheit aktiviert hast. Muss ich halt nur 2 Command Points ausgeben. Aber das ist halt, das musst du halt immer bedenken, wenn dein Gegner noch mehr als 2 Command Points hat, dass du dann unterbrochen werden kannst. Und deswegen, hier spielt es halt eine Rolle, wie du aktivierst jetzt, ne? Dass du halt mit dem Wichtigsten oder mit dem anfängst, was am meisten Schaden machen kann. Eigentlich meine Custodes. Ja. Gut, dann läufst du halt Gefahr, dass er mir zerkloppt wird. Dass, ne? Er dir da zertrampelt wird. Aber gut, nahkampfmäßig ist er wahrscheinlich stärker, oder? Nee, ja, also er hat halt hier 12 Attacken quasi, ne? Mhm. Mit seinen Füßen und dann mache ich halt immer also Stärke 8, DS-2, D3 Schaden. Der hat das gleiche Profil gegen den Dreadnought. Genau. Und der andere? Der andere ist, ja, weiß ich gar nicht. Also da habe ich verschiedene, habe ich so ein Cleave-Profil und das wäre mit 4 Attacken, mit dem Cleave, also mit dem Sweep mache ich 8 Attacken. Und habe Stärke 6, DS-2, 1 Schaden. Oder ich habe das Strike-Profil. Dann hätte ich 4 Attacken, Stärke 12, DS-3, 3 Schaden. Ja, ich schlage mit dem Dreadnought zuerst zu. Okay, alles klar. Ja, dann los. Also ich unterbreche dich eh nicht. Also hau einfach zu. Das ist nur mal so als Überlegung jetzt für dich, dass du das halt einfach bedenkst. Ja. Hat der auch das gleiche Profil? Hat der auch das gleiche Profil? Der verliert, hat ja das gleiche Profil. Das Einzige, was sich ändert, ist die Treffer. Also der ballistische oder der Kampfgeschick. Ja, dann trifft er nämlich nur auf die 6. Wer denn? Der Große. Ich muss aber. Nein, er ist auf 12 Lebenspunkte. Also wird bei denen verdoppelt. Genau. Ja, dann trifft er auf die 5. Das ist das Haus. Ja, dann trifft er auf die 5. Ach so. Nee, oder? Der trifft auf die 4. Nee, der hat einen Kagi schlechter als BF immer. Nee, die Crusader, die normalen Knights, haben auch immer KG 3. Und er hier ist ein schlechter. Crusader. Dann auf die 4. Ne? Also, hau zu. Ich würde ihn mal versuchen zu schlagen. Und zwar 4 Attacken auf die 3. Jo, 3 Stück? Stück. Was hat der für eine Stärke? 12 oder irgendwas? Oder noch mehr? Mehr. Der hat Stärke.
Ach, 16. Joa, dann auf die 2 in verwunden. Auf die 2 in verwunden, ja. Ach, zwei Stück. Minus? Minus 3. 6er. Nichts. Und das macht 2d6. Ciao! Dann war's das. So, Crusader. Explosion. 2d6. Zoll, einen d6. Was? Und er fliegt nicht auf die... Ach, die explodieren immer, oder was? Genau. Nee, der explodiert nicht immer, aber 2d6 Zoll, auf, also 1d6 auf die 6, 2d6 Zoll, W6 tödliche. Aber der ist einfach weg jetzt. Passt. Geht nicht. Okay, nächster. Custodes. Okay, dann schlagen die Custodes zu, und zwar mit Musancordias. 3 Stück erstmal. Treffen alle. Mhm. Der hat einen Widerstand von 8 auch, oder? 7. Oh, 7. Das heißt trotzdem mehr auf die 5. Nix. Mhm. Dann kommen jetzt die Kastellanäxte. Die können was. Die können ein bisschen was. Treffen auf die 2. Mhm. Wunden auf die 3. Mhm. Hm. Eieieiei. 4 Stück? 5. 5 Stück DS-2. So, dann haben wir hier einen 5er. So, dann 4 mal D3 Schaden bitte. Das sind 3, 6, 7, 8, 9 Schaden. Dann ist er runter auf 2. Und dann kommt die gute Assassinen. Jawohl. Und zwar schlägt sie mit ihren Poison Blades zu. Jo. Das heißt, dafür kann ich eine Attacke machen. Auf die 2. Jo, trifft. Wieder schon 7, ne? Jo. Auf die 5. Nein. Dann, schickt sie mit dem Fast, mit dem Face Sword zu. Das sind 5 Attacken. Ebenfalls auf die 2. Alle. Wieder auf die 5. Mhm. 2 Stück? 2 Stück minus 3. Okay. Uah. So, wie viel Schaden? 2 flat. Dann ist auch der Essig. Aber und ich gebe ein. Das ist ein sehr Charaktermodell? Nee, ist kein Charaktermodell. Erstmal gucken wir. Nein, explodiert nicht. Gut. Ja. Ciao, Kakao. Das war doch schon mal besser. Mhm. Das war doch schon mal deutlich besser. So, hier warst du in der ersten Runde, der war auf 14. Das heißt, hier kriegst du schon mal einen Siegpunkt. Plus die 2, die du hier gemacht hast, sind wir genau auf 16. Das heißt, hier kriegst du wieder 2 Siegpunkte. Mhm. Und das ist ja nicht titanisch. Das heißt, dafür gibt es da nichts. Aber für die anderen Sachen. Das heißt, zum Ankreuzen ist es das jetzt wichtig. Das heißt, titanische Wächter gibt es hier 2. Und zum Tode auserkoren war ja diese Zerstören, ne? Richtig? Warte mal, also titanische Wächter ist nur alles, was 8 Lebenspunkte hat? Jede 8 Lebenspunkte gibt dir einen Punkt. Genau. So, das heißt, da sind es zweimal, weil der eine war ja auf 14, dem anderen hast du 2 gezogen und die Differenz mit den 2 sind genau 16. Und zum Tode auserkoren, ich habe die 4 benannt. Über die, das sind 2 Tote. Genau, dann sind hier 2 Tote und Pioniere kriegst du jetzt auch einen Siegpunkt. Yep, habe ich gehalten. So, dann hast du bei deinem Spielerzug 1 zerstört. Mhm. Dann hast du 1 gehalten. Dann hast du nicht das Bonusziel. Zerstöre mehr wissen wir noch nicht und halte mehr wissen wir auch noch nicht. Das kommt dann am Ende der Schlachtrunde. Ja, Imperial Knights Zug 2. Kleiner Nachtrag hier, und zwar kollidieren diese Missionsziele hier miteinander. Das ist ganz gut, dass wir jetzt hier ein bisschen mehr ITC spielen, weil wir lernen es dadurch. Und man muss sich dann am Anfang entscheiden, nehme ich jetzt die 8 Lebenspunkte, die ich über den Titanenschlechter ziehe, oder nehme ich zum Tode auserkoren, also zähle mir die 8 Punkte jetzt nicht, aber gehe auf Zerstörung von dem Modell.
Das heißt, wir haben hier wieder zwei gestrichen und dann hier die einfach dazu gemacht. Und hier wurde natürlich jetzt noch nachkonsolidiert, weil dann hält er einfach ganz dieses zweite Missionsziel. Mhm. Und die Bewegungsphase ist auch schon vorbei. Wir sind hier komplett nach vorne mit ihm. Er ist so ein Stückchen so, dass er das Missionsziel noch hält. Und dann fangen wir mit ihm direkt dann an zu schießen. Und zwar wird er seine... ja, wie schießen wir mit dem? Das ist eine gute Frage. Paladin schießt Heavy Stubber, die beiden, komplett in die Hellblaster. Der Iron Storm Missile Pod wird auch in die Hellblaster gehen. Und die Rapid Fire Battle Cannon geht einfach mal in die Gustodes, würde ich sagen. Ja, doch, machen wir so. Okay, Heavy Stubber haben wir 6 Schuss. Auf die 3, das ist gut, das ist richtig gut. Mhm. Auf die 4, einer minus 0 in die Hellblaster. Ja. Nein. Kannst du hier würfeln? Ja. Was war's? Also, nee, ist ja Nein gesagt schon. Ja, okay, also war eine 2. Ja, okay. dann ein Lebenspunktverlust. Ja. Dann D6 vom Dingsbums hier, vom Missile Pod. Auf die 3. Und verwundet einmal mit minus 1. 4. 2 Schaden. Dann ist einer weg. Gut, dann haben wir noch die Rapid Fire Battle Cannon. In die Gustodes. Ups. Ups, ups, ups. Okay. Auf die 3. Alter, Alter. Das Grauen. Tiltet der noch hier dazu? 5? Nee. Alter Schwede. Und wieder auf die 3. 4 mal minus 2 auf die Gustodes. 4er wahrscheinlich. Weil die einen 2er ja immer haben. 4 mal minus 2. Einmal. Einmal durchgegangen, genau. 3 Schaden. Oh, hat einer noch einen. Mhm, die sind zäh, die Biester. Gut. Okay, dann schießt jetzt direkt der Kastellan. Der wird jetzt schießen. Gute Frage. Der wird den Plasma-Dezimator komplett in die Gustodes reinballern. Der wird die Shieldbreaker-Missile in ihn nochmal reinballern. Mal gucken, ob es klappt. Der wird die Twin Melter Gun auf nichts schießen. Und die Siegebreaker Cannon wird er hinten in die beiden Hellblaster reinschießen. Und die Vulkanlanze geht auch noch in ihn da hinten rein. Gut, wo, jetzt müssen wir von vorne anfangen. Plasma, 2d6. Das sind 5. Und auf die 3. Das sind 2 tödliche. Mhm. Wovon ich einen mal wiederhole. Einfach. Gut, dann gibt es nur eine tödliche. Dann werfe ich wieder auf die 4 plus, weil es noch... Nee. Gut. Und auf die 2. Höchstwahrscheinlich. Gut, das wären dann 3 mal mit minus 3. 3 mal mit minus 3? Jo. Auf die Gustodes. Ach, auf die Gustodes. Nix. Gut, das sind dann jeweils 3... nee, jeweils 2 Schaden. Das heißt, der ist weg und noch einer wäre weg. Mhm. Das heißt, zack, zack. So, Shieldbreaker Missile jetzt. Bin ich mal gespannt. Oh, trifft. Und jetzt aber, komm. Krass, verwundet. Ja. Die ist minus 4, aber du kannst keinen Retter machen. Oh. Und, also du hast ja sowieso keinen Retter mit dem, ne? Plus 4, dann ja, geht durch. D6 sind 3. Mhm. Und die Siegebreaker Cannon, 2d3 Schuss auf die Gustodes hin, auf die nach Hellblaster hinten. Das sind 4 Schuss. Auf die 3. Aha. Mhm. Einmal mit minus 1. Nein. D3. 2. Einer tot. Okay, und dann haben wir als letztes noch die Vulkanlanze.
Das waren 5, ne? Das war die hier, ne? Ja. So, auf die 3. Das ist alles. So, jetzt wieder auf die 2, weil wir Stärke 14 haben. Oh Gott, komm schon, ey. 3 Stück mit minus 5. Ja. Tot. Okay. Bist du durch mit ihm? Also wie viele Lebenspunkte hatten wir noch? 6 oder was? Ja. Okay, das wären nämlich 3d3 jetzt jeweils. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, das reicht. Also er ist weg. Explodiert. Auf die 6. Nein. Ja. Gut, dann hast du aber da noch ein paar Hellblaster, die gestorben sind. Genau. Und mit denen eventuell zurückschießen, 3 Stück auf die 3. Alle 3. Geht alles auf den Kollegen. Auf den Paladin, ja. Überladen. Ich zieh nichts, nee, zieh nichts. 2 Treffen. Zwei Wunden. DS-4. 5er. Geht einer 2 durch. Schaden. Dann ist der runter auf 20. 20. Genau, okay. Dann Charge. Er hier auf deinen Captain und deinen Lieutenant. Okay. Darfst du Abwehrfeuer geben. Jo, Captain gibt Abwehrfeuer. Trifft. Nicht auf die 6 nur, Abwehrfeuer. Achso, ja, sorry, ja, stimmt. Auf den Abwehrfeuer, ja. Aber Lieutenant auch noch. Lieutenant mit Pistole. Nein, 1 wiederholen. Nein, auch nicht. Das sind 6, toll. Ich guck mal, ob das reicht. Komm. Innerhalb von 1 Zoll. Ja, reicht. Gut. Super. Dann machen wir das aber so. Hier. Dass er möglichst 3 Zoll von allen anderen da hinten weg ist. Aber gut, Apothekari ist ja eigentlich auch egal. Wir gehen einfach rein. Gut. Füße. 2 Attacken gegen den Lieutenant, 2 Attacken gegen den Captain. Also man macht ja dann jeweils 2 Hit Rolls. Also 3 Hit Rolls. So, also 6 insgesamt. Auf die 3, auf den Captain. Und mit Stärke 8. Auf die 2. Auf die 2, upsala. Das sind 6 Mal mit minus 2. Ja, dann 6 Mal. Ja. Dann nimmt er seinen Retter. Ja. Steht dann der Stern. Auf die 4. 4 Stück. 4 Stück. 4 die 3. 3, 6, 9, 12 Schaden. Jo! Das war's Schaden. Dann wohl für den Captain. Okay, das ist Slay the Warlord. Wahrscheinlich, ne? Mhm. Lieutenant. Das sind nur 3. Die 2. 3 Stück minus 2 wieder. Lieutenant. 3 Stück. Mhm. Auf die 5. Oh, keiner. 3. 4, 5, 6, 7, 8. Auch der ist Essig. Ach du Schande. Zwei meiner Jungs schlagen zu wegen heroischer Intervention. Ja, ach so, genau. Er hat hier eine heroische Intervention gemacht. Das kann man euch auch mal zeigen. Da hinten. Ups. So, und die hauen jetzt zu. Schlägt erstmal der Ancient zu. Mhm. Mit 4 Attacken. Auf die 3? Ja. Und? Zweimal, auf die 6 wahrscheinlich, ne? Mhm. Nichts. Und der Apothekari mit 3 Attacken, hör mal. Krieg ich jetzt das Banner in den Hintern, oder was? Nein, wenigstens mit, ja. Und jetzt kriegst du noch eine Spritze hinterhergejagt. Alles klar. Was ist das? Treffen, obwohl doch, das ist eine 6. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja. Das sind die Apothekari-Würfel.
Oh, eine Wunde sogar. Echt? Mhm. Kein DS. Ja, ist, ja komm, komm, mach mal neu. Ja, gut. Gut. Dann Banner. Zweimal für die Jungs. Dürfen ja auch kämpfen im oder schießen dürfen die jetzt. Die dürfen entweder eine ihrer Schusswaffen oder eine Nahkampfattacke. Ja. Dann machen sie halt jeweils so eine Nahkampfattacke. Ja, aber die sind ja jetzt nicht so schlecht, ne? Im Nahkampf. Gegen ihn aber auch nichts. Also eher der Lieutenant trifft auf die zwei. Ne, Quatsch, sorry, der Captain trifft auf die zwei. Sie dürfen eine Waffe wählen, ne? Die sie ja, also aber auch nur eine Attacke. Im Nahkampf ist es sich auch so. Eine Attacke nur. Okay, scheiße. Das nicht so viel. Also er schlägt mit einer Attacke zu, der Captain. Verwundet auf die 6, nichts. Mhm. Der Lieutenant trifft auf die 3. Das ist ja der neue Captain, ne? Genau. Der ist nicht leider, so geil, ne? Irgendwie. Der hat sein quasi Stalker Board Rival, was nochmal irgendwie, was halt ein Charaktermodell auswählen kann. Mhm. Er hat die Omni-Störer, das heißt das ist auch halt, das ist 12 halt Zoll. Ja. Und Camo Cloak hat er. Ja. Aber die geilste Sache ist einfach der Warlord-Trade von Zielpriorität, finde ich. Das stimmt, ja. Aber ansonsten, er ist jetzt kein besonders guter Nahkämpfer und so weiter. Ne? Ja gut, muss man leider so sagen, aber schön ist das Modell trotzdem. Am Ende meines Zuges habe ich zerstört. Ich halte 1, ich habe mehr zerstört, mache 3 Punkte. Flo hat mehr gehalten oder hält mehr. Entsprechend kriegt er insgesamt dann 3 Punkte, weil er hier halt noch dran ist. Hat er auch gut weggenommen eben. Und ja, Zug 3, Imperial Fist. Mhm. Mein Ancient hat sich aus dem Nahkampf zurückgezogen, rennt zu seinen Brüdern. Mhm. Er bleibt stehen, hält das Missionsziel. Sie wollte advancen, ich habe dafür ein Strategy für akrobatisch ausgegeben. Dafür kann sie dann advancen und chargen in einer Runde. Und der Gegner kriegt minus 1 auf seine 3 Würfe. Sie ist aber leider nur 1 Zoll advanced. Der Apothekari bleibt im Nahkampf. Ja, kommen wir zur Schussphase, ne? Ja, hau direkt rein. Genau, und zwar schieße ich erstmal mit meinem Custodes, der letzte Verbliebene, mit seiner Kastellan-Axt. Gut, du kannst ja eh nur hier drauf schießen jetzt. Genau. Schießt einmal. Mhm. Auf eine 2. Nein. Gut. Die Jungs. Ach, die sind ja auch noch da. Die sind auch noch da. Ach, die sind ja immer so schnell. Die habe ich total vergessen hier oben. Wirklich. Schießen. Sind stationär geblieben, das heißt 8-mal Volta. Ja. Auf den deinen Kriegsherrn. Alles außer einer. Einer nicht und die restlichen treffen. Keine Wunde. Mm-mm. Dann eine Crack-Rakete. Trifft. Ja. Wundet auf die 4. Nein. Das Ding hat auch noch nichts gemacht heute. Hat leider nichts gemacht. So, dann kommt jetzt mein Pistoleri hier. Kann nicht schießen. Dann kommt der Apothekari und er hat. Entweder mit seiner Reductor Pistol. Ja, ne? Schieß mal mit der Reductor Pistol. Ja. Das ist ein Schuss. Obwohl, was hat der für einen Widerstand? 8, ne? Jupp. Ja, das ist natürlich jetzt auch doof. Dann wundet die nur auf eine 6. Die Absolver würde auf eine 5 wunden, macht aber dann nur einen Schaden und nur minus 1. Ich versuch's nochmal mit der Reductor. Trifft, wundet auf die 6. Nein. Hätte die Absolver aber auch nicht gerissen. Ja, dann ist wohl. Nahkampf. Chargen. Du brauchst da eine 6, glaube ich, oder so, ne? Ja. Da ist kommt sie auf jeden Fall rein. Kalidos Assassinen geht todesmutig in den Nahkampf. Und dann darfst du direkt zuhauen. Ist auch ein witziger Größenunterschied einfach, ne? Ja, vor allem dieses. Die ist ja so klein, ne? Die sieht ja kaum. Ja, okay. Erstmal mit ihren Giftklingen. Giftklingen auf die Rüstung. Oh, geil. Trifft natürlich. Ja.
Auf die 6. Das ist eine 6. Okay. Minus? This weapon wounds on a 3 plus unless it's targeting a vehicle. Genau. Wound auf eine 6 plus immer minus 1. Das steht. Okay. Dann kommt jetzt ihre ganz normalen Attacken. 5 Attacken. Mhm. Auf die 2. Das ist eine nicht. Phasenschwert. Auf die 6. Nichts. Oha. Okay. Apothekari, erste reguläre Aktivierung. Mhm. Oh, oh. Apothekari, 3 Attacken. Trifft 3-mal. Mhm. Wundet 1-mal. Alles klar. Das geht durch. Also runter auf 19. Wahnsinn. Ja, das war's dann auch schon. Gut, dann werden wir jetzt mal spaßeshalber mit dem Fäustchen zuhauen. Und da kriegt jeder 2 Attacken ins Gesicht. Und zwar 2-mal auf die Assassine, hat die einen Retter. 4er, ja. Gut, 2-mal auf den Apothekari, auf die 4, 1-mal getroffen. Und auf die 2 verwunden wir. Der Apothekari steht. Ja, der steht. Und auf die Assassine. Jawohl. Ja, geil. Den wiederholen wir jetzt. Jawohl. So, minus 4. Okay. Sie hat einen 4er Retter. Mhm, da bin ich mal gespannt jetzt. Das jo, steht. Safe. Das wären 6 Schaden flat gewesen. Das wäre es für sie gewesen. Ja, krass. Okay. Ein Command Point noch. Dann kommen wir auch wieder zur Auswertung hier. Da gibt es jetzt für Zerstöre nichts, für Halte gibt es einen, ansonsten ist hier erstmal nichts. Bonus ist auch nicht erfüllt und wir kommen in Imperial Knights Zug 3. Bewegungsphase ist vorbei, der ist einfach ein Stückchen nach links und der ist auch ein Stückchen nach rechts, dass er da hinten die Jungs noch sehen kann hier. Also, aber gut, gucken wir mal. Wir fangen direkt auch mit dem Kastellan an, würde ich sagen. Ne, wir fangen mit dem Paladin an. Wer ist denn da jetzt Charaktermodell von den Typen eigentlich? Alle. Alle Charaktermodell? Also alle haben, ja, Charaktermodell. Haku ist keiner. Ach so, Haku. Ja, Haku zählt. Ach so, nee, davon keiner. Das sind alles Elite. Außer sie, ne? Auch Elite. Auch Elite. Aber werden die irgendwie wie ein Charaktermodell behandelt, wenn ich drauf schießen muss? Das ist halt irgendwie... Ja, also sie zählen alle als Charaktermodelle, genau. Okay, dann werde ich das so machen. Ich werde den Stubber, die beiden, auf den Apothekari schießen. Ich werde den Iron Storm Missile Pod auf den Apothekari schießen. Du kannst aber jetzt trotzdem alle beschießen, ne? Ja, ich schieße jetzt auf die beiden hier einfach. Fertig. Die Assassine soll einfach ruhig kommen. Und die Rapid Fire Battle Cannon geht auf ihn. Stubber. Und auf die 4, auf den Apothekari. 2 Stück, minus 0. Mhm. Jo, einer. Okay, dann haben wir den Missile Pod, D6. 4 Stück, auf die 3. Und auf die 3. 3 Stück, minus 1. 2 gehen durch. 4 Schaden. 4 Schaden? Jo. Insgesamt oder? Insgesamt von beiden, ja. Dann. Okay. Auf den Bannerträger war das übrigens. Sorry, ich habe mich falsch ausgedrückt. Okay, der Bannerträger hat insgesamt 5. Okay, dann war der durch den. Also den Stubber und der Pott ging da hinten drauf. Das heißt, es wären 5 Schaden jetzt insgesamt. Achso, ne, dann ist er. Ne? Also ich meinte jetzt, die Rapid Fire Battle Cannon ist das einzige, was auf den Akku geht. So. Dann. Das kommt jetzt. Genau. 2d6. 6 Schuss. Ups, dann nehmen wir. Ups. Auf die 3. Und wieder auf die 3. Oder sogar wahrscheinlich auf die 2. Ja, auf die 2. 5 Stück minus 2. Mhm. Auf die 5. 2, nee, 3. 3 safe, 2 durch. 3, 4 Schaden. Dann hat er noch einen. Gut.
Okay. Banner. Ja, ein Banner ist ein Banner auf sich selbst, oder was? Ja, aber okay. Nichts. Gut, dann haben wir ihn jetzt hier und er wird jetzt schießen. Ja, Castellan schießt die Plasma da oben rein, überall, nicht überladen. Die Sheetbreaker Missile haben wir nicht mehr, die Meltagun geht nicht, die Twin Seedbreaker Cannon geht da hinten in die rein. Und die Vulkanlanze geht in ihn hier rein. Ja, würde ich sagen. Genau, machen wir so. 2d6 Plasma. Das sind 7. Auf die 3. Und auf die 2. Das sind 5 Stück mit minus 3. Das war jetzt auf... Die hier oben. Mit minus 2 und minus 3. 5 Stück. Genau. Die haben einen Zweier. Das heißt, dann ist einer safe. Okay. Rest tot. 3 Tote. Okay. Dann geht es weiter mit der Siegebreaker Cannon auf die Jungs da hinten. 2d3. Sind 3, 4, 5. Auf die 3. Und wieder auf die 3. Das sind 3 Stück mit minus 1. Das sind 2 Wunden. 2d3. Einer tot. Und einer ein Lebenspunkt. Yep. Und jetzt die Vulkanlanze auf ihn hier. Da haben wir D6 Schuss. Einer trifft. Verwundet. Stärke was? 14. Oh. Und dann auf deinen Retter, weil minus 5. Ja. Ich habe einen 5er Retter. Nein. Dann haben wir 3d3 Schaden. 3, 6, 7, 8. Ein Schuss nur. Eieiei, okay. Gut, dann chargen. Nö, wollen wir nicht. Lass mal so. Okay, Punkte. So, ich habe eins zerstört, eins gehalten. Ich habe mehr zerstört, bin bei 3 und Flo hat mehr gehalten, weil er. Nee, gar nicht. Nee, ich habe doch nicht nur eins gehalten. Du hast nur eins gehalten. Oh, okay. Ich dachte, der Gustodes wäre irgendwie noch da, als ich gerade die Auswertung gemacht habe. Gut, dann alles klar. Gut, vierte Runde Fists. Bewegungsphase ist vorbei. Stück darüber. Wir sind einfach ein Stück darüber, mehr hat sich nicht bewegt. Ich schieße, Bolter auf ihn, Raketenwerfer auf ihn. Die schießen alles, was sie haben, auch auf ihn. Okay. So, erstmal Bolter, 2 Schuss, treffen eine. Wundet nicht. Raketenwerfer, crack. Guck mal, das Ding jetzt endlich mal was. Hilft nicht. Was noch ein Stratagem? Letztes. Ja. In der Schussphase. Setz dich ein. Ja. Trifft. Komm, jetzt eine 4. Auf die 4. Jawohl. Ach, immer, komm. Minus? 2, ne? 5. Oh. Gut. Apothekari. Ja, wirf doch mal Granaten. Der hat Widerstand 8, ne? Mhm. Bringt eigentlich auch nichts. Ja, das ist egal. Und D3, Redaktorpistole auf die 6. Ja, komm, mach mal eine. Ich werfe eine Crack-Granate. Ja. Auf die 3. Ja. Jo. Auf die 5. Nein. Kalidos. Kalidos. Sie schießt mit ihrem Neuralschredder. Mhm. Und zwar. Trifft auf die 2. Oh Mann. Nein. Hätte ich mir mal dafür aufgehoben. Ja. Egal. Gut, das wären D6 vielleicht gewesen da oben, ne? Na, das wäre ja, dann hätte ich 3W6 geworfen und du machst dann Moralwert, testest du gegen. Dann kriegst du D3 Model Rounds. Ach so. Das ist gegen so eine Einheit nicht schlecht, ne? Okay. Ja. Na gut, dann probier nochmal. Als hättest du das Stratagem vorhin einfach nicht benutzt. Mach nochmal. Okay, dann machen wir nochmal.
Jo, überzeugend. 3d6. Schauen wir mal. 5? Ja. Kommt ganz drüber und dann würdest du jetzt dafür würdest du D3 Model Wounds bekommen. Ja, zwei Stück. Zwei Wunden wären das gewesen. Ist er runter auf 17. Ist natürlich jetzt. Aber ist natürlich gar nicht so schlecht gegen so eine Einheit. Nö, nee, weil auch so eine kleine Pissbirne da aber in einem ganz großen was anhaben kann, immerhin, ne? Ja, ja, ja. Okay, gut. Assassinen sind schon geil. Nahkampf, das chargen. Ja. Ja, auch sie hat sich jetzt schon deutlich mehr bewährt, als ich gedacht habe, ne? Ja, ich meine, sie hat noch kein Leben verloren, das ist schon okay. Ja, ich meine, bin jetzt auch noch nicht drauf. Doch, einmal habe ich draufgeschlagen. Aber das ist natürlich ein Extrem hier, ne? Was ja, die gerade ab muss hier. Also, sie kann auf jeden Fall nerven. Das ist auf jeden Fall. Abwehrfeuer wahrscheinlich, ne? Genau, ich greife mit beiden an. Welchen zuerst? Apo wahrscheinlich, ne? Okay. Stubber. Zwei Treffer. Eine Verwundung, minus 0. Jo, safe. Pot. Rocket Pot. Schon wieder zwei Stück. Was ist denn da los? Wieder zwei Stück, minus 1. Auf die Vieren. Tot. Ja, zwei Schaden flat. Gut, dann das Ganze nochmal mit, weil sie ja auch noch chargen will, ne? Stubber. Wieder zwei. Was ist denn hier los, ey? Einmal, minus 0. Vierer Retter. Nein. Ein Schaden. Der Rocket Pot. Trifft nicht. Aber sie kriegt einen Schaden erstmal. So, dann Rapid Fire Battle Cannon. 2d6 Schuss. 3. 5. 6. Dann sind wir wieder 2. Einmal minus 2. Jupp. Nein, durchgegangen. Die 3. 2. Ist hier runter auf 2. Das war's. Okay. Ich glaube, ich brauche nicht würfeln, ich tue es trotzdem. Und zwar ist sie drin. Jo. Und sie darf direkt zuhauen. Dann haut sie mal zu mit ihrer Giftklinge. Trifft auf die 6. Nein. 5 normale Attacken mit Fadenschwert. Trifft alle. Ja. Wundet nur auf eine 6. Das sind 2. Ja, minus 3. Nichts. Nichts? Mm-mm. Also ich habe, geht beides durch. Ach, geht beides durch. Okay, dann hat er 4 Leben verloren. Dann ist er auf 6, 12, 13. Ach genau, es gibt keine, du hast auch keine Rettungswürfe gegen das Phasenschwert. Ach so, okay. Nee, das, ich habe sowieso im Nahkampf keinen Retter. Ach so, okay. Also das ist egal. Ja. Dann hauen wir zurück, würde ich sagen. Ne? Mhm. 3, 6, 9, 12 Attacken, weil Haus Hawkshroud wird dann so behandelt, als hätte er jetzt noch 26 Lebenspunkte. Auf die 3. Mhm. Und mit Stärke 8. Auf die 2. Auf die 2. Oh. Ist das dein Ernst? Das wäre geil gewesen auf die 3, ne? Ach du Schande. Ach du Scheiße. Eigentlich müsste ich Lotto spielen heute. So, aber es ist eh schon zu spät. Ja, 4, ne? Ja, minus 2. 2 durch. 2d3, das ist eh. Das sind 6. Sie ist auch tot. Ciao. Okay, ja. Ich glaube, Flo. Ja. Damit beenden wir das. Ja. Ja, wir gehen jetzt das hier nochmal kurz durch. Also zerstört hast du nichts, hältst halt 1. Hier, also gut, wir sagen jetzt einfach nochmal hier, du hast Titanenschlechter, hast du jetzt nochmal einen gekriegt.
Das wären 1, 2, 3, 4, 5, 6 Siegpunkte hier nochmal. Und dann wären wir hier bei 4, 5 und das wären dann 11. Und hier gucke ich jetzt gar nicht mehr. 3, 6, 9, 10, 11, 12. Also ohne, dass ich da jetzt noch dieses Linebreaker, also weil ich ja hinter feindlichen Linien und so bin. Ja. Und Slay the Warlord würde ich ja jetzt auch noch kriegen. Aber nach Punkten, das ist halt jetzt so das Interessante, wenn man das so sieht, ist das eigentlich gar nicht so krass, ne? Dadurch, dass ich natürlich jetzt meine, also gut, wir haben jetzt 14 zu 11 quasi, ne? Maximal 15 zu 11. Das ist, was ist denn das? Das ist nichts eigentlich, ne? Dadurch, ja, dass ich natürlich, man muss sagen, meine Missionsziele hätte ich jetzt 10 mal besser auswählen können. Da habe ich mich einmal verlesen und ich hätte mich so platzieren können, dass ich jedes Spielfeldviertel kontrolliere. Da hätte ich natürlich mehr Punkte machen können. Mhm. Aber im Grunde genommen ist es so, dass man bei ITC, auch wenn man jetzt eigentlich auf dem Feld total unterlegen ist, dass man da trotzdem nicht total untergeht. Und das merkt man ja jetzt, ne? Ja. Punktetechnisch. Also wäre jetzt auf dem Turnier, wäre das jetzt super wichtig, einfach mal zu erkennen, ne? Mhm. Ja, kurzes Postgame. Heute nicht so Spaß gemacht, das Spiel an sich, oder? Also ja, ist so ein bisschen Knights. Ziemlich einseitig verlaufen, würde ich sagen, ne? Ja. Ja, einen von den großen Jungs weggeschossen. Mhm. Immerhin. Genau. Neue Erkenntnisse über das Banner gewonnen. Die beiden hast du weggeschossen hier. Mhm. Ja, aber ist natürlich, die haben natürlich enorme Feuerkraft. Ja. Wirklich schwierig, finde ich, mit Primaris Space Marines was gegenzusetzen. Hellblasters vielleicht verdoppeln gegen so eine Mannschaft, aber selbst das ist 700 Punkte, ne? Über 700 Punkte. Das ist natürlich auch, da ist dann wirklich guter Rat teuer, wenn du mit Primaris Space Marines gegen so eine Liste kämpfen willst, musst, ne? Ja, ja, absolut. Gebe ich dir absolut recht. Diese Nummer, ja. Also, ja, liebe Zuschauer, auf jeden Fall, das war im Vorfeld klar mit den Listen, dass es relativ, also so schlecht konnte ich fast nicht würfeln, dass das jetzt irgendwie nach hinten losgeht. Entsprechend, wir wussten, dass das so passiert, aber du musst die Armee einfach mal kennenlernen. Ja. Und das gilt es natürlich jetzt auch in dieser Folge zu beachten, dass man einfach mal, du musst einfach mal wissen, gegen was du spielst. Du hast die jetzt noch nie als Gegner gehabt. Ne? Ja. Und ist einfach mal interessant zu sehen, wie die Primaris, wie du es eben schon gesagt hast, wie die Primaris sich gegen so eine Liste behaupten oder nicht behaupten. Ne? Ja. Und ja, deswegen sind sie ja auch so verrufen momentan. Wenn du natürlich, du wusstest, dass du gegen sie spielst, aber wenn du da jetzt nochmal extremer Laserkanonen, also Stärke 8, 9 Sachen reinbaust, dann wird es heftiger. Aber ich finde so das Entscheidende, klar mit ITC, das war das zweite ITC Asbellica-Spiel, was ich persönlich gemacht habe, das erste, was du gemacht hast jetzt. Das ist jetzt auch noch ein bisschen holprig gewesen. Wir wollen uns darauf vorbereiten, weil wir jetzt ein bisschen mit Turnieren anfangen wollen. Und es war einfach mal interessant zu sehen, auch wenn wir da Fehler gemacht haben, wenn ich das besser hätte auswählen können und so weiter und so fort, dass du von den Punkten her gar nicht so weit abgeschlagen warst. Das heißt, wir haben im Extremfall 15 zu 11 jetzt gehabt. Ja. Also auch wenn du unterlegen warst auf dem Schlachtfeld, erstmal gibt es ja kein Table bei Ars Bellica, da also sowieso nicht. Und dann, wie gesagt, was sind denn, also theoretisch, du spielst auf dem Turnier, was ist denn 15 zu 11 verloren? Ist verloren, aber das ist halt nicht so, dass du da jetzt sagen musst, ja gut, kann nach Hause fahren. Ne? Ja. Also das ist halt das Schöne, dass ihr jetzt einfach mal seht, jetzt ist das genauso so eingetreten eigentlich, wie wir das jetzt dachten. Auf dem Feld eigentlich total unterlegen gewesen, aber von den Punkten her trotzdem noch irgendwo dran. Wie gesagt, ich hätte es noch besser machen können mit den Punkten. Ich habe die Sekundärziele total vernachlässigt. Ich habe auch durch diese Sache, dass sich zwei Sachen ausschließen, ne, dann genau, hätte ich natürlich auch nochmal ein anderes eben gewählt. Genau. Ja, ist klar. Aber da muss man sich immer mehr einlesen, mehr mit beschäftigen, klar. Dann funktioniert das beim nächsten Mal auch wieder flüssiger. Ne? Eben. Also in etwa wäre es so ausgegangen. So mit 5, 6 Punkten Unterschied maximal, denke ich mal, du hättest da auch noch was anderes machen können, wie du schon gesagt hast. Und das ist halt das Entscheidende, dass man einfach mal sieht, wie verhält sich das, dass man mit einer unterlegenen Armee im Prinzip auch trotzdem noch Punkte machen kann bei ITC Ars Bellica. Ne? Das ist cool. Ja, definitiv. Ja, ansonsten
Deine Liste war eigentlich ganz cool, fand ich. Die Centurions, ja, mega. Ja, nur halt auch wieder sauteuer. Ne? Ja, das ist halt das. Das sind schöne Modelle, ne? Machen auch echt Spaß. Profitieren natürlich nicht so von dem Banner, wie es die Hellblaster tun. Ja, leider, genau. Aber wie gesagt, super Modelle. Ansonsten, was ich absolut nicht bereut habe, waren die Custodes. Ne? Die Alaros Custodes, die haben natürlich den einen nochmal schön auseinandergepflückt. Auch geil, wo ich gar nicht mit so gerechnet habe, ich hätte eigentlich sie so ein bisschen eingesetzt, einfach zum Stören, ist der Session. Ne, Kalidos hat aber dafür eigentlich sogar ganz gut noch was gerissen. Ne? Also die war, und vor allem war die ja gut, ich habe einmal nur draufgeschlagen, aber die hat vorher, ist die halt da munter rumgerannt. Ne? Ja. Also die ist auch, und das war das Extreme jetzt, Widerstand 8, also die ist da jetzt so, so scheiße ist die nicht. Ne? Nee, und auch Neuralschredder, geile Nummer. Ne? Mit dem W3, ne? W3 Deadlies, ne? Das ist schon, also sie ist schon ganz cool. Ne? Und auch diese hat jetzt nicht so viel genützt, aber dass du im Prinzip immer mehr Stratagems kosten könntest, ne? Jedenfalls wenn ich das ausspiele, das ist auch schon eigentlich keine schlechte Assassine, nee, wobei ich sie von den Assassins für die Schwächste halte. Ne? Mhm. Okay. Aber sie ist trotzdem, hat ihre Berechtigung, denke ich. Absolut. Also cool. Ja. Du kannst ja auch mehrere spielen, ne? Und so teuer sind sie ja nicht. 85 Punkte, ne? Also bei 1750 Punkte kann man sich durchaus mal überlegen, 2-3 Assassinen mitzunehmen. Ja, oder alle. Du hast ja auch schon erzählt, dass es da gar keine richtige keine Begrenzung mehr gibt, ne? Keine Begrenzung mehr gibt und dass du theoretisch 3-4 Mal die gleiche Assassine reinballern kannst. Ja, genau. Witzige Kombi, irgendwie eine Kombination aus Colexus und Eversor. Das müsste man eigentlich mal testen. Nur begrenzt aufgrund deiner Befehlspunkte, aber ist natürlich eine super Kombi, weil der Colexus nur auf die Sechsen getroffen werden kann, ne? und dann bindest du einmal Nahkampfeinheiten, wo der Eversor einfach danach reinrennt. Ne? Das ist geil, ja. Das ist fies, fiese Nummer. Müsste man eigentlich mal irgendwie ausprobieren. Ja, ja. Dass wir unsere Assassinen mal zusammenlegen und dass das einer mal spielt irgendwie. Ja. So eine miese Nummer. Also aber auch eine frustrierende Liste, glaube ich. Vor allem das ganze, das Paket, wenn man jetzt sagen will, immer 5 Eversor, 5 Colexus, dann bist du bei mit 850 Punkten dabei. Ne? Aber da musst du natürlich auch 2 Bataillone stellen erstmal, um wirklich Punkte. Ah, da, ich weiß, das wäre vielleicht zu krass, ne? Aber so 2-2 oder 3-3, so 2-2 wäre eigentlich schon mal, müsste man schon mal testen. Mhm. 2 von jedem. Ja. Das ist ja schon mal, denke, weil 4 Command Points, ne? Mhm. Ich denke, das reicht. Das können wir machen. Das ist eine Idee. Ja, ansonsten cool. Imperial Knights braucht man nicht zu sagen. Die sind halt, wie sie sind, groß, schwer, widerstandsfähig, hauen übel rein. Ich mag die Modelle total gerne. Ich mag die Modelle echt. Super. Ja. Aber ja, die gehören eigentlich nicht in so ein Spiel rein. Das müsste man so sagen. Als Ergänzung für eine normale Liste finde ich sie ganz cool, als Detachment zusätzlich, ne, bei einer größeren, bei größeren Punkten. Eben, vor allem wenn der Gegner zum Beispiel einen Primarchen stellt vielleicht und Effekt nicht, dann kann man das als Kombi natürlich noch ganz geil nehmen. Ne? Absolut, ja. Definitiv auch so ein Kastellan oder so ein Crusader. Die haben jetzt da gibt es so ein böses Relikt. Haus Vulker ist es, glaube ich, oder so. Dann haben die so ein Relikt, dass der Schaden der Waffen grundsätzlich um 1 erhöht ist. Okay. Und wenn sie titanische Modelle angreifen, um 2 erhöht ist. Das heißt, so ein Heavy Stubber macht statt einem schon 2 Schaden flat. Und das ist halt schon sehr geil. Und der wird ganz gut oder ganz gern ergänzend so mittlerweile so auch auf Turnieren gespielt. Ansonsten hat man so in der Vergangenheit oder auch auf vielen Listen jetzt immer ihn hier gesehen, dass die dann irgendwie, sage ich mal, dass du da irgendwie ein Bataillon Astra Militarum gestellt hast mit, was weiß ich, 40, 50, 60 Infanteristen, den halt hinten reingestellt hast, ne? Als wirklich, dass der ordentlich austeilt, weil halt wirklich die Plasma und gerade die Vulkankanone, die kann halt, also die kann halt ganz böse Schaden machen. Und du darfst, glaube ich, Verwundungswürfe gegen andere titanische Modelle wiederholen mit der Waffe hier. Also das ist schon heftig. Aber gut, die hat heute nicht so viel gezeigt, weil die echt wenig Schuss immer hatte irgendwie. Ich glaube, die kam ein oder zweimal durch jetzt, ne? Also zweimal, ja. Ja, die haben schon, da geht schon einiges. Das muss man einfach so sagen. Aber ja, besonderen Wunsch fürs nächste Mal. Astra Militarum, Adeptus Mechanicus. Ja gut, Adeptus Mechanicus, ja, warum man nicht Admech, ne? Admech, ansonsten
Das könnten wir Tyranniden, hast du ja schon mal gespielt. Mhm. Admech eigentlich auch. Admech auch schon. Astra Militarum habe ich noch nicht gespielt, aber nach heute, ja. Ich hatte mir gedacht, wenn du die kaputt haust, dann kommt als nächstes die harte Astra Militarum. Mhm. Ja, ja, ja. Also das ist wirklich nochmal... Ja, klar. Das ist hier jetzt auch so die Liga-Liste. Ich könnte halt ein bisschen genau, versuchen... Hart und billig, ne? Ja, so. Es sind halt... Panzerschock. Also das Problem ist ja jetzt, wenn wir ITC Ars Bellica spielen, dann ist das ja auch gar nicht mehr begrenzt, wie viel Lehman Russ ich aufs Feld stellen kann. Ja. Das heißt, da würde ich dann 6-7 Lehman Russ spielen, 3 Basilisken. Keine Chance, ja. Oder, weißt du, das ist einfach... Das macht einfach keinen Spaß dann, ne? Ja, ja. Also ich würde dann... ja, gucken wir mal. Entweder ich spiele noch mal Astra Militarum oder ich könnte mal Genestealer Cults vielleicht mal spielen. Das wäre mal was, ja. Wäre auch mal eine Möglichkeit. Ja. So eine kleine Liste, also wirklich eine Easy-Liste. Mhm. Oder ansonsten halt Admech, so eine Allround-Liste. Die würde auch mal gehen. Gucken wir mal. Gustodes könnte ich auch mal anbieten. Mhm. Auch okay. Schauen wir einfach mal. Es ist noch ein bisschen was im Petto. Sehr schön. Ja, hast du noch was? Ich bin wunschlos glücklich. Gut, alles klar. Nächstes Mal wieder ein ordentliches Spiel. Wir versuchen das mal wieder ein bisschen anzupassen. Du kannst ja, hast ja vielleicht auch wieder ein paar Einheiten, Modelle fertig. Dann nächstes genau, Mal. Genau, beim nächsten Mal habe ich wieder was. Aber natürlich auch, je nachdem, was gestellt wird. Ne, ich bin fleißig am Malen. Mhm. Genau. Ja. Wir gucken einfach mal. Wir sprechen uns wieder ab und dann seht ihr vielleicht sogar Astra Militarum das nächste Mal, wenn du noch ein bisschen was mit Dampf dahinstellen kannst oder so. Ich kann mal gucken, dass ich vielleicht, eigentlich würde ich die gerne mal zeigen, weil die Liste kennt ihr noch gar nicht, also die Astra Militarum kennt ihr ja noch gar nicht. Vielleicht kann ich da so ein bisschen weniger hart mit weniger Panzern spielen oder so und müssen mal gucken, dass wir die mal langsam auf dem Kanal haben, die wunderschöne Armee. Und ja, wir stimmen uns einfach ab. Alles klar. Liebe Freunde, dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Jo. Ciao.